Margot, Sie haben einen Vortrag vorbereitet, der heißt Plädoyer für einen zeitgenössischen Islam, und er spielt wahrscheinlich nicht in Ägypten, sondern spielt bei uns. Sie haben mal gesagt, ich glaube an Gott und den Propheten, das ist das Herz meiner Religion. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch ganz herzlich heute Morgen begrüßen und möchte mich ganz herzlich für die Einladung zur kritischen Islamkonferenz 2013 bedanken. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass liberale Muslime, und ich bin eine liberale Muslimin, ihre Sicht der Dinge vortragen können. Die liberalen Muslime haben in Deutschland kaum eine Plattform. Wenn von Muslimen die Rede ist, dann sind fast immer die organisierten Islamverbände gemeint. Sie sind es, die leider immer noch die Definitionsmacht über den Islam in Deutschland haben oder sich anmaßen und die Wahrnehmung des Islam in Deutschland prägen. Und indem sich als die Vertreter der Muslime darstellen, fördern sie diese Entwicklung. Aber darum soll es heute in meinem Vortrag nicht gehen. Die Islamverbände sind, wie sie sind, und sie werden sich wohl auch kaum ändern. Ich sage auch gleich, warum. Heute soll es um einen Islam gehen, der bereit ist zu reformen. Es soll um Muslime gehen, die bereit sind zu zeitgemäßen Interpretationen, um Muslime, die von einer multireligiösen Gesellschaft nicht nur sprechen, sondern diese mitgestalten, sodass ein reformierter Islam entstehen kann. Die Alternative zum gängigen, also konservativ traditionell gelebten Islam, kann nicht die Ablehnung des Islam sein, jedenfalls nicht für mich und nicht für Millionen von Muslimen, denn die meisten davon sind überzeugte Muslime. Nein, die Alternative kann nur ein liberaler Islam sein. Denn die Muslime hadern nicht mit ihrer Religion, sie hadern mit der Auslegung des Islam durch die Altvorderen. Ich wehre mich dagegen, Glaubensgrundsätze und deren Deutungen nicht zu hinterfragen. Nein, wir müssen vieles in Frage stellen, was uns jahrhundertelang gepredigt worden ist. Der Islam ist reformierbar, wie jede Religion. Das lehrt uns die Geschichte. Eine zeitgemäße Auslegung von Koran und Sunna ist lebenswichtig. Sie wird die Gläubigen aus dem Konflikt herausholen, sich vermeintlich zwischen Moderne und Islam entscheiden zu müssen. Und last but not least wird dadurch auch Fortbestand in den nächsten Jahrhunderten gesichert. Professor Johanna Trochit von der Universität Münster bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, meiner Auffassung nach ist Religion für die Menschen da und nicht umgekehrt der Mensch für die Religion. Was bedeutet das für den Islam? Wie kann er eingebettet werden in unseren Alltag? Und wodurch unterscheiden sich die reformwilligen Muslime von den konservativen Traditionalisten? Zunächst einmal, indem sie ihren Verstand einsetzen. Sie haben gesagt, Wissen statt Glauben. Ich sage, Wissen und Glauben. Der Islam ist eine vernünftige Religion, wenn er vernunftgemäß interpretiert wird. Und natürlich ist er dann auch vereinbar mit Demokratie und Rechtsstaat. Der Begriff Verstand kommt im Koran 49 Mal vor, etwa hier, Sure 10, Vers 100, Gott wird diejenigen, die ihren Verstand nicht benutzen, mit der Erniedrigung der Ungläubigkeit bestrafen. Verstand und Vernunft sind den heiligen Quellen des Islam, Koran und Sunna, durchaus wichtig, und auch eine berühmteste Hadithe des Propheten macht auf die Vernunft des Menschen aufmerksam. Er sagt, der Glaube eines Menschen geht so weit wie sein Verstand. Wer keinen Verstand hat, der kann auch keinen Glauben haben. Nur wer den Islam mit Vernunft betrachtet, wird dem Geist des Islam gerecht.
Ijtihad ist ein arabisches Wort und ein Fachbegriff aus dem islamischen Recht. Ijtihad bedeutet Anstrengung. Jeder Muslim, so die Bedeutung des Wortes, muss seinen Verstand einsetzen, um den Islam zu verstehen und entsprechend bzw. richtig zu praktizieren. Richtig verstehen liegt dabei im Ermessen des Individuums, denn jeder Muslim kann die beiden Rechtsquellen des Islam, Koran und Sunna, frei lesen und frei verstehen. Der Koran ist für Muslime die Offenbarung Gottes, das Wort Gottes also. Aber es ist auch naiv und wird dem Geist des Islam nicht gerecht, wenn man den Koran wortwörtlich verstehen und umsetzen will, wie es die Orthodoxen und die Ultraorthodoxen, die Mukallid, tun. Für sie sind Zeit und Ort stehen geblieben. Sie akzeptieren nicht, dass der Koran im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel offenbart ist und dass sich die Sprache und die Bedeutung von Worten immer wieder verändert haben. Der Koran kann, nein, er darf heute nicht mehr so verstanden werden wie damals. Er muss neu interpretiert werden, weil sich der gesellschaftliche Kontext verändert hat. Wir müssen verstehen, welche Anliegen die Menschen damals hatten und welchen Sinn die damals gegebenen Antworten für die Menschen ihrer Zeit hatten. Eine historisch-kritische Auslegung des Korans ist Voraussetzung dafür, dass man an die ethischen und zeitlosen Botschaften überhaupt herankommt. Nur wer sich um die Entstehungsgeschichte und die Textgattung des Korans kümmert, nur wer sich die Botschaften anschaut und sich nicht im Klein-Klein längst überholter, historischer, damals vielleicht zutreffender, heute aber nicht zutreffender Fakten verliert, kann zum Kern der Botschaften vorstoßen. Auf der Grundlage einer solchen Hermeneutik kann man lernen, welchen Sinn die heiligen Texte heute haben. Nur so können wir heute die Essenz der ethischen Botschaften verstehen und nur so bleibt der Islam lebendig und eine Stütze bei den Herausforderungen des Lebens. Es geht also darum, den Geist hinter den Buchstaben zu finden, die allgemeinen Prinzipien. Wie die Menschen die Prinzipien umsetzen, hängt vom jeweiligen Kontext ab. Und das wiederum bedeutet, der Islam kann keine Verbotsreligion sein. Verbote sind konkrete Regelungen, die die Menschen für jede Zeit für sich neu finden müssen. Der Islam, wie auch die anderen Religionen, kann seinen Beitrag zur Aufstellung der zeitgemäßen Regeln leisten, indem er die normativen Grundlagen produziert, aber eben nicht mehr. Wie jede Religion, so kann auch der Islam dazu beitragen, dass die Menschen auf der Basis normativer Grundlagen zeitgemäß vernünftige Regeln für ihr Leben und das Zusammenleben finden. Die sogenannte Ankara-Schule, die theologische Fakultät in der türkischen Hauptstadt Ankara, beschäftigt sich seit langem mit diesen Fragen. Deren ehemalige Dekanin, Professor Dr. Belgin, scheut sich sogar nicht, die 5 Säulen des Islam zu hinterfragen, sie somit auf den Prüfstand zu stellen. Beten? Ja, aber wie oft? Fasten? Ja, aber wann? Pilgern? Ist es nötig? Die wichtigsten Regeln für die gläubigen Muslime werden also hinterfragt. Von islamischen Verbänden in Deutschland hingegen werden diese als unveränderbar und sakrosant betrachtet. Die 5 Säulen des Islam nochmal für die, die es nicht kennen: das islamische Glaubensbekenntnis, das 5-malige Gebet, die Almosensteuer, das Fasten im Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka. Auch all das muss auf den Prüfstand gestellt werden. Etwas auf den Prüfstand zu stellen, bedeutet nicht Ablehnung. Vielmehr bedeutet es, jede Regel, jeden Glaubensgrundsatz daraufhin zu überprüfen, ob diese oder dieser noch zeitgemäß ist und den ursprünglich angedachten Sinn und Zweck auch heute noch erfüllt. Und Frau Professor Bilgin kommt zu dem Schluss, dass alles zeitgemäß
interpretiert werden kann, gemäß dem Geist des Kalifen Omar, der gesagt haben soll, der Verstand sei eine immerwährende Offenbarung. Der Mensch muss mit reinem Herzen überlegen und so handeln, wie es ihm vernünftig erscheint, unabhängig und sich seines Geistes annehmend. Der Islam ist genauso zeitgemäß oder unzeitgemäß wie alle anderen Religionen. Der Islam ist genauso mit der Demokratie und den Menschenrechten kompatibel wie alle anderen Religionen. Unvereinbar sind allerdings oftmals die rein gemeinschaftsorientierten Perspektiven des Islam, die sich ausschließlich auf die sogenannte Umma beziehen, das ist die ideelle Weltgemeinschaft der Muslime. Dabei wird die individuelle Seite des Menschen oft sträflich vernachlässigt. Unvereinbar sind auch starre, wortwörtliche Auslegungen des Koran, die weder dem Islam noch den Muslimen die Chance für eine zeitgemäße Entwicklung geben. Heute praktizieren viele, leider zu viele Muslime einen Islam, der den Menschen als Person und Individuum vergessen hat und stattdessen einem Kadaver Gehorsam für die Masse predigt. Ein wichtiger Grund liegt darin, wie die Wissenschaftler der Universität Ankara betonen, dass die Medina-Suren im Koran durch die orthodoxen Gelehrten überbetont werden. Sie sind Gefangene der Medina-Suren und verstehen nicht, dass diese Suren nur für den Propheten offenbart worden sind, sagt Professor Dr. Selçuk, ehemalige Dekanin der Theologischen Fakultät. Sie wollen den Islam in den Medina-Suren einmauern. Dabei ist das etwa 30% aller Suren, wohingegen gut 70% in Mekka offenbart sind. Ein großer Teil der Medina-Suren besteht aus persönlichen Offenbarungen als Unterstützung Gottes für seinen Propheten Mohammed gedacht. Genau in diesen Medina-Suren finden sich vor allem stark zeitlich gebundene Aussagen, die sich auf das Verhalten im Alltag in Zeiten der Kriegswirren beziehen und die heute keine Verbindlichkeit mehr für die Dinge des Alltags haben können. Diese Suren, so die moderne Koranauslegung, sind keine globalen Botschaften für die Menschheit, die über alle Zeiten gelten sollte. Der Iraner Mohsen Khatibat, ein schiitischer Geistlicher, ist der Auffassung, die Lehre des Islam müsse in vier Teile geteilt werden. Die ersten drei Teile betreffen den Glauben an Gott und an den Propheten, die Ethik, Moral und das Gebet. Diese Bereiche seien unveränderbar. Dazu komme ein vierter Bereich, der das Zusammenleben der Menschen, also das soziale Miteinander regelt, das Familienleben, den Handel, das Strafrecht, auch die Gleichberechtigung der Geschlechter. Damit kommen wir zu der Erkenntnis, dass die rituellen Verpflichtungen, Ibadat, von den zwischenmenschlichen Beziehungen Muamalat zu trennen sind. Wer der Meinung ist, fünfmal am Tag beten zu müssen, kann das tun, wenn keine gewichtigen Gründe, etwa des Arbeitgebers, dagegen sprechen. Rituelle Handlungen lassen sich nicht hinterfragen. Wer daran glaubt, soll sie ausüben. Jedoch soll keiner behaupten, sie seien für alle Pflicht. Sie sind Empfehlungen. Bei den Lebensverhältnissen der Menschen hingegen müssen die Gründe für die Regeln rückhaltlos offengelegt werden. Hier genügt also nicht die rituelle Oberfläche. Wenn der Grund für eine Regel heute noch gilt, kann die Regel weiter angewendet werden. Falls nicht, ist sie nicht verpflichtend. Es ist deshalb entscheidend, die juristische Seite, also die klaren Rechtsvorschriften, mit ihren historischen Bezügen von der Glaubensseite zu trennen. Die Beweise dafür sind die weltlichen Strafen, die der Koran für seine historischen Verbotssuren vorhält. Das heißt, weltliche Strafen eines weltlichen Rechtssystems, das von Menschen ausgeführt wird, also fehlerbelastet ist. Demgegenüber steht die Grundidee des Korans, der Mensch sei für sein Handeln selbst verantwortlich und müsse nur im Jenseits vor Gott Rechenschaft ablegen. In der Sprache des Korans erfolgen Belohnung und Strafe in einer anderen Welt als der Welt von heute. Die Verbote des Islam sind deshalb die
Ijtimai, also weltlich. Sie regeln das Verhältnis der Menschen untereinander. Nicht Gott stört sich an der Trunkenheit eines Menschen, sondern ein Betrunkener ist für die anderen nur schwer erträglich. Gottes Gebot ist also deshalb das Maßhalten des Einzelnen, damit die anderen geschützt werden. Der Koran ist also ein Wegweiser auf dem Lebensweg, er gibt Lebensrichtlinien, er kann den Menschen Unterstützer sein. Seine wichtigste Aufgabe ist es, Menschen zu leiten, damit sie Gott erkennen und sich bewusst machen, dass sie Verantwortung tragen für das, was sie tun und für das, was sie nicht tun. Die Botschaft braucht Adressaten, die sie verstehen und interpretieren. Und die Menschen verstehen den Koran mit ihrem eigenen Bildungsstand, mit ihrem eigenen Erfahrungshintergrund. Glaube ist aber mehr als Gebete nachzusprechen und Riten nachzukommen. Die konservativen und traditionalistischen Muslime aber halten die Gläubigen genau dazu an und indem sie das tun, halten sie die Menschen vom richtigen Verständnis des Korans ab. Die Konservativen sagen, die Muslime sollen den Koran nur rezitieren und nur auf Arabisch, weil Arabisch angeblich die Sprache Gottes ist. Gott spricht aber nicht Arabisch. Gott spricht überhaupt keine menschliche Sprache. Sprache sind Kommunikationssysteme, die Menschen erfunden haben, um miteinander in Kontakt zu treten. Für die Offenbarung Gottes ist nicht eine bestimmte Sprache entscheidend, sondern es sind die inhaltlichen Botschaften. Deshalb darf keine einzige irdische Sprache ein Monopol auf die Inhalte haben. Der Koran kann, nein, er muss in die Muttersprachen der Gläubigen übersetzt werden. Gerade das Verbot, sich des Korans in einer anderen als der arabischen Sprache zu bedienen, erweitert die Macht derjenigen, die die Religion für sich instrumentalisieren wollen. Dazu muss man natürlich auch sagen, es reicht nicht nur zu übersetzen, man muss auch die Menschen alphabetisieren, dass sie überhaupt lesen können. Dieses Vorgehen erleben wir Tag für Tag, das reine Rezitieren von Koransuren und das Übersetzen durch Imame in vielen Moscheen, aber auch an zahlreichen Koranschulen, nicht nur in Pakistan, sondern mitten in Deutschland. Da werden Kinder zum Auswendiglernen des Korans gezwungen, oft genug unter Anwendung von körperlicher Gewalt. Der Sinn erschließt sich den Kindern nicht. Und wenn er ihnen vom Koranschulen erläutert wird, kommt dabei ein strafender, grausamer Gott heraus. Aber es geht nicht nur um die Übersetzungen. Für die Sunna als auch für den Koran gilt, wer jahrhundertealte Schriften wortwörtlich und ohne geschichtliche Einbettung liest, geht den ersten und wichtigen Schritt hin zu einem Fundamentalismus, der gefährlich werden kann. Die Gläubigen sollen sich mit den Schriften beschäftigen, auseinandersetzen, Fragen stellen, sich distanzieren, wo nötig, oder sich annähern. Und wenn, wie gesagt, der Koran uns geradezu auferlegt, den Verstand einzusetzen, dann rückt der Mensch als Träger der Vernunft in die Mitte. Der Mensch, der mit seinen Entscheidungswerkzeugen Gewissen und Verstand die Vernunft in Handlung übersetzt. Heute ist viel von Aufklärung die Rede, die der Islam durchmachen müsse. Aber was waren die wichtigsten Ergebnisse der Aufklärung? Neben den Philosophen der Aufklärung, die darauf beharrten, dass der Mensch seine selbstverschuldete Unmündigkeit verlassen und seinen Verstand benutzen müsse, waren die Übersetzung der Bibel ins Deutsche und die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg die zentralen Motoren der Aufklärung. Auf die Aufklärung und folglich die Reform des Islam wird nicht durch einen Meteoriteneinschlag eingeläutet, sondern durch die Akzeptanz der Übersetzung des Korans in die Muttersprachen der Gläubigen und die Möglichkeit der Neuinterpretation durch die Gläubigen selbst, ohne dass ihm geistige Schranken auferlegt werden. Wie heißt es im Koran, Sure 17, Vers 54? Euer Erhalter ist dessen völlig gewahr, was ihr seid und was ihr verdient. Wenn er es so will, wird er euch seine Gnade erteilen. Und wenn er es so will, wird er euch strafen. Darum haben wir dich nicht, o Prophet, zu den Menschen gesandt, mit der Macht, ihr Schicksal zu bestimmen. Diese Sure richtet sich an die Gläubigen und weist den Propheten Mohammed deutlich in die Schranken.
Er soll sich dieser Leseart nach nicht in die Angelegenheiten zwischen Menschen und Gott mischen. Jeder Mensch, so die logische Schlussfolgerung, ist einzig und allein vor Gott verantwortlich. Der Islam ist dabei eine intime Religion, in der der Mensch Gott sehr nah ist. Eine Religion, die keine menschlichen Nebengötter benötigt. Wenn Gott schon keine Propheten zwischen sich und der Menschheit duldet, was ist dann mit all den selbsternannten Mini- und Nebenpropheten, den Imamen und den Hodjas? Mit welchem Recht weisen sie Menschen zurecht? Mit welchem Recht glauben sie besser als jeder Gläubige zu wissen, was Gott will? Übrigens, die Toleranz und die Nächstenliebe und ein barmherziger Gott ist mitnichten eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Die Sufi-Orden in Anatolien, die Bektaschi, die Mevlevi, die Kaderi, haben schon immer sich eigenverantwortlich vor Gott gefühlt und haben immer darauf bestanden, ihren Verstand einzusetzen. Die wichtigste philosophische Erkenntnis dieser Sufi-Orden ist, wer auf dem richtigen Weg ist, ist es für sich. Wer auf dem falschen Weg ist, ist es auch für sich. Der Melawi-Orden hat zum Beispiel drei Grundsätze gehabt. Gott dienen, keinen Menschen verletzen, sein Brot selbst verdienen und niemanden zur Last fallen. Übrigens sind die Sufi-Orden auch nicht verfolgt worden während ihres Glaubens oder ihrer Vorstellung. Die Verfolgung der Sufi-Orden war immer politisch. Das heißt, wenn heute der liberale Islam in Deutschland nicht ernst genommen wird, müssen wir auch darüber diskutieren, wieso das eigentlich passiert und was eigentlich politisch passiert. Aber ich meine, genau das ist der Punkt, denn seit einiger Zeit wächst immer militanter die Macht der Imame und Hodjas und ich fürchte, dass ihre Macht in den kommenden Jahren zu einem anwachsenden Problem werden wird. In Deutschland sind die Religionsgemeinschaften organisiert und stehen als anerkannte Partner im gesellschaftlichen Leben. Sie sind Teil des politischen Diskurses und auch Partner der Politik. Wir können darüber diskutieren, ob das in Ordnung ist oder nicht. Wir können darüber diskutieren, ob Deutschland säkular genug ist oder laizistischer werden muss. Aber Fakt ist, dass eben heute die Religionsgemeinschaften Partner der Politik sind. Der Islam kennt, eben weil er eine so intime Religion ist, eigentlich keine religiöse Struktur. Dennoch bieten oder biedern sich die in Deutschland existierenden islamischen Verbände als Partner für alle Angelegenheiten der deutschen Politik und der Gesellschaft sich an. Und die deutsche Politik macht mit, weil sie eine Äquidistanz praktizieren muss und alle Religionsgemeinschaften die gleichen Rechte zugestehen muss. Und sie sind sehr erfolgreich. Denken Sie nur, wie leicht und schnell die Knabenbeschneidung in Gesetz gegossen werden konnte. Es war nicht Zeit genug, darüber zu diskutieren. Kinderrechte, Menschenrechte, Kinderärzte wurden nicht zu Genüge angehört. Es war ein Sieg und ein Erfolg der organisierten islamischen Verbände. Und alle Politiker haben dem zugestimmt. Ich habe keinen erlebt, der gesagt hat, Vorsicht, Vorsicht, Knabenbeschneidung ist eine uralte Tradition. Wir müssen darüber nachdenken, ob die Beschneidung mit den Menschenrechten und den Kinderrechten von heute kompatibel ist. Das neueste und meiner Meinung nach das größte Problem ist der islamische Religionsunterricht. Als Partner des Staates fungiert, nicht in allen, aber in vielen Bundesländern, der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland, ein Zusammenschluss orthodoxer bis fundamentalistischer Verbände. Also derjenigen, von denen die meisten jede Veränderung und jede Reform ablehnen. Man muss wohl davon ausgehen, dass ihr Weltbild und ihre Islamauslegung systematisch und mit Einbindung der staatlichen Behörden über ihre Religionslehrer an die nächste Generation weitergeben. Denn sie erteilen nicht nur die Hijaza, also die Missio, Vocatio, Lehrerlaubnis, nein, sie mischen sich auch in die Ausbildung der Religionslehrer ein. In Münster wird jeder Professor, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt, rausgeekelt. Neuester Versuch, Professor Horchid.
Eine Entwicklung, die ich gar nicht bis zum letzten weiterdenken möchte. Wo bleiben die liberalen Muslime, die in der Bevölkerung durchaus vertreten sind, aber nicht in den Verbänden? Ich bin Muslimin und glaube an den Koran. Und ich weiß, dass die Sure 50, Vers 16 auch für mich gilt. Nun wahrlich, wir sind es, die den Menschen erschaffen haben. Und wir wissen, was sein innerstes Selbst in ihm flüstert. Denn wir sind ihm näher als seine Halsschlagader. Wenn mir Gott näher ist als meine eigene Halsschlagader, dann braucht diese Symbiose keine weiteren Verbindungsstücke. Kein Imam muss mir sagen, was ich darf und was ich nicht darf, was muslimisch ist und was nicht. Keine Fatwas und Rechtsgutachten dulde ich dann, deren Urheber Lichtjahre von meinen eigenen Lebensverhältnissen entfernt leben. Das zu erkennen und zu leben, ist die Reform im Islam. Nicht weniger und nicht mehr. Überlassen wir den Islam nicht den Ewiggestrigen. Sie haben kein Monopol auf den Islam. Und der Islam hat es nun wahrlich nicht verdient, nur von ihnen offensiv vertreten zu werden. Vielen Dank.